Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich habe hier in Pasto Medium glänzend, das habe ich auch bei Bösner gefunden. Es ist eine ganz dicke Paste, was es eigentlich schon sagt, der Name, ihr seht hier, der kippt auch nichts. Und damit möchte ich jetzt mal anrühren, mit Wasser etwas verdünnen und Farbe. Eine Farbe zeige ich euch, wie ich es anrühre, weil ich vielleicht da diese, ich sage jetzt mal Gelee oder Blumentechnik ohne irgendwelche Zusätze von Holzlasuren oder sonst was probieren kann. Test mal aus. Ich hoffe, ihr seid dabei. Dann bis gleich. So, Freunde, ich habe jetzt hier eigentlich schon weiß angerührt. Ihr seht, es ist ganz dick, dickflüssig, aber es läuft trotzdem. Dann habe ich gelb angerührt schon mal, das ist das Indiengelb. Hier ist es auch etwas dicker, sage ich jetzt mal. Und dann dieses Orange. Aber ich möchte es eigentlich nicht dünner machen. Es läuft nämlich trotzdem gut aus dem Becher raus. Das sind jetzt die zwei Tests, was ich immer mache. Jetzt zeige ich euch aber mal, weil es am Anfang ziemlich klumpig ist. Also es flockt etwas, aber vermischt sich dann. Ich nehme jetzt einfach mal, ich brauche ja nicht so viel für die Farben. Hier noch ein bisschen. Das reicht eigentlich. Ich nehme hier zum Beispiel mal das Ivory Black, also Elfenbeinschwarz von Amsterdam. Einfach für den Kontrast nachher. Brauche ja da auch nicht viel. Das kann man zumachen, denke ich mal. Wenn ich jetzt hier leicht umrühre, ihr seht, ist etwas schwierig. Ganz klar. Gibt es aber einen Schuss Wasser dazu. Erstmal einen Schuss. Weil ihr seht dann, wird dann am Anfang ziemlich flüssig. Seht ihr es? Und jetzt fängt das alles an zu flocken. Also man meint, es verträgt sich nicht. Wenn ihr dann aber weiter rührt, vermischt sich das doch. Schau gerade mal. Jetzt sind wir eigentlich so weit, wo es sich schon gut vermischt hat, aber natürlich jetzt noch etwas zu dick ist. Noch einen Schuss Wasser dazugeben. Also macht es wirklich Schritt für Schritt, nicht zu viel. Genau, oder so. Umschmeißen auch nicht. Der Keilrahmen ist 30 auf 24 cm, dass ihr das auch wisst. Und ich hoffe auch, dass die Farbe dann ausreichend ist. So, seht ihr. Noch etwas Wasser dazu. Macht es wirklich Schritt für Schritt, ich kann es bloß immer sagen. Falls ihr das ausprobieren möchtet. Also ich habe es jetzt auch noch nicht getestet. Aber ich fand das eigentlich eine gute Möglichkeit, sowas auszuprobieren. Weil wie gesagt, wenn wir irgendwelche Lösemittel oder sowas in der Holzlasur haben, das ist nicht so der Renner. Also nicht so gut. So. Jetzt tropft es hier nämlich schlecht runter. Aber ich weiß nicht, ob ihr es so sehen könnt. Im Becher läuft es trotzdem schon ganz gut. Das sind ja immer so meine zwei Tests, was ich mache. Das passt, denke ich mal. Okay, jetzt habt ihr es mal gesehen. Also wer diese Impasto
Creme, sage ich jetzt einfach mal, Impasto Medium glänzend, das soll alles glänzend abtrocknen, nicht kennt. Also zur Erhöhung der Konsistenz und Transparenz bei geringer Beeinflussung des Glanzgrades von Acrylfarben. Mischung für Farbe ist in beliebigem Verhältnis. Verwendung auch pur möglich, kombinierbar mit anderen Materialien, also Einbringung von Verleimung von Pigmenten, Sand, Granulaten und so weiter. Trocknet Glas klar und glänzend ab. Das war mir wichtig, weil es gibt ja auch noch dieses Medium glänzend in dieser dicken Form. Trocknet aber nicht glasklar ab. Und das war eigentlich dieser Unterschied, warum ich das jetzt mal ausprobiert habe. Okay. Gut, dann haben wir jetzt schwarz, also Elfenbeinschwarz, dieses Orange und Gelb. Einfach mal Testfarben. Und dann soll ich das Weiß. Jetzt probiere ich es mit diesem dünnen Silikon einfach. Mit diesem Silikon 100. Mache jetzt mal 1, 2, 3 Tropfen rein. Fahren 4. Nicht so schlimm. Weil ich weiß nicht, ob da dieses Silikon 300 etwas zu dick ist. Nochmal umrühren. So, aber wie gesagt, im Becher läuft es trotzdem gut. Dann testen wir das mal. Handschuhe, bin ich schon voll blau. Also für die ganz wichtigen, ich habe mir das selber gekauft, keine Werbung für Bösner. Goodie. Ich hoffe jetzt auch mal die Farbe reicht, aber jetzt schauen wir mal. Bin ich immer gespannt. Aber die müsste schon reichen, so wie es aussieht. Ich mache jetzt auch kein Weiß oben drauf, wie es die anderen immer machen. So, ihr seht jetzt, wie dick es ist. Ich hatte hier eine leichte Erhöhung noch, die sich aber, denke ich mal, dann gibt mit der Zeit. Jawohl. Ich werde hier noch ein paar Luftbläschen rausmachen. Aber ist ziemlich dick natürlich. Okay, dann schauen wir mal, ob das Silikon dann wirkt. Ich könnte es jetzt drauf tropfen, aber ich kippe es lieber, weil wie gesagt, laufen tut es besser, wie es tropft. Aus Spaß machen wir doch noch ein bisschen Weiß dazwischen rein, einfach weil ich es kann. Ja, genau das wollte ich vermeiden, aber gut, warten wir mal noch mal eine Schicht drauf. Also ich bin echt gespannt, ich habe es noch nicht probiert. Ihr wisst ja, ich will, dass ihr dabei seid. Entweder das klappt oder klappt nicht. Ich mache vielleicht jetzt auch mal die Luft raus noch ein bisschen. Hier fehlt ziemlich viel Luft drin.
Okay, meine Bindel mal weg, der klebt schon. Ja, ist richtig flüssig. Okay. So. Okay. Silikon macht sich bemerkbar. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt nochmal. Und das jetzt so auseinanderziehen kann. Und wichtig ist natürlich danach, ob das dann reißt beim Trocknen oder ob es stabil bleibt. Das finden wir aber nachher dann erst später raus. Ja, es zieht also auch keine solche Netze, sage ich einfach mal, wie man sonst so kennt. Aber wir schauen mal, was dabei rauskommt. Tja. Ja, da wird's eng. Da auch schon wieder. Ich hoffe jetzt, dass die Farbe noch reicht, das ist mir das Wichtige jetzt. Sonst habe ich ein Problem. Sieht irgendwie aus, wenn sich nichts mehr tut.
Dann bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Dann tut sich doch was, oder? Täusche ich mich da. Ja gut, das ist natürlich nicht so optimal jetzt. Ja. Mit Gewalt geht's. War wahrscheinlich doch ein bisschen zu wenig. Farbe. Aber das ist okay. Und da kommt jetzt das Blaue. Wo kommt das Blau her? Von unten. Gut. Ich werde es trotzdem noch mal erhitzen. Ich überlege gerade, ob ich dann noch mal Farbe drauf mache. Schaue ich erstmal, ob ich es noch mal erhitze kurz. Wir haben halt hier das Problem, dass es ein bisschen zu dickflüssig ist und jetzt die kleinen Bläschen noch unten aufplatzen. Nicht einmal das Silikon ist, sondern rein die Luft, wobei die dann auch Zellen bilden. Okay, ich sag's mal, so ein Versuch war es wert. Vielleicht noch ein bisschen Weiß dazwischen geben sollen. Aber ich werde es jetzt so lassen. Ja. Ich lasse es so, ist okay, war nicht so optimal. Ich glaube, das braucht er nicht kaufen. Es sei denn, wir machen es noch etwas dünner, aber ich glaube auch nicht, dass das was ändert. Okay. Gut, ich schau mal, dass ich es euch auch mal dann zeige, wenn es getrocknet ist. In den nächsten paar Videos. Aber ich kann die Paste auch gut für andere Maltechniken brauchen. Dann passt das auch. Okay, ich zeige es euch gleich nochmal von nahem. Dann haben wir es. Dann bis gleich. So, Freunde, jetzt nochmal von nahem. Ich denke einfach mal, es war zu dick, dass das Weiß darunter durchgekommen ist. Aber gut. Hier haben wir jetzt ein paar weiße Pünktchen. Das sind eigentlich nur die Luftblasen, was aufgeplatzt sind. So. Hier ist eigentlich ganz gut geworden. So jetzt fast besser ausgesehen, wenn es überall so wäre. Aber gut. Okay. Gut. Braucht ihr nicht ausprobieren. Ich habe es für euch wieder getestet. So Freunde, jetzt ist getrocknet. Das Problem. Also Problem insofern nicht hier. Es glänzt wirklich. Das passt. Aber ihr seht hier die kleinen Luftbläschen, die sich dann noch alle noch aufgeplatzt sind, ist dann nicht so toll. Aber es ist nicht gerissen, also es funktioniert auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die Luftbläschen. Nicht so toll, also ich denke mal, ich muss es noch etwas dünner machen,
Ja, ich werde es vielleicht doch nochmal ausprobieren und mit etwas mehr Weiß dazwischen oder überhaupt Weiß dazwischen reinmachen. Weil so kommt es mir fast zu dunkel vor. Aber gut, ein Versuch war es wert. Wir lernen alle daraus. Und dann hoffe ich, euch hat es trotzdem gefallen, euch hat es was gebracht. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dann macht's gut. Bis dann. Tschüss, bye. Und bleibt gesund.